Ja, nochmal herzlich willkommen zur Konferenz. Herzlich willkommen, Helge Peukert, Professor für Plurale Ökonomik, also unser Experte. Mein Name ist Klaus Karwart, erster Vorsitzender vom Land Monetative e.V. Herzlich willkommen auch Simon Sonnenberg, der hier die Technik und auch die Moderation mitmacht, unser Mitarbeiter für Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Ich versuche jetzt kurz die Aufgaben. Titel ist ja Zentralbank in der Krise. Ich versuche jetzt kurz mal die Aufgaben von Zentralbanken zu umreißen. Was ist eine Zentralbank heutzutage? Zentralbanken sind sogenannte unabhängige Behörden, die die Geldpolitik leisten sollen. Unabhängig deswegen, weil sie eben ein bestimmtes Mandat übergeben bekommen haben. Und da soll die Politik nicht direkt einwirken. So ist die Idee, so ist das Konstrukt. Die Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist nach in Artikel 127 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union geregelt. Sie soll Preisstabilität sichern. Das definiert sie an einem Preisniveau ungefähr 2% Inflation. Und sie soll auch die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union unterstützen. Das ist natürlich ein etwas schwammiger Begriff. Und das wird von den einen so ausgelegt und von den anderen anders ausgelegt. Was hat sie für Instrumente? Sie soll also Geldpolitik machen. Da ist zunächst der Leitzins. Sie bestimmt also den Zins, mit dem sie den Banken Geld leiht. Die Banken brauchen Geld von ihr, weil sie eine Mindestreserve bei der Zentralbank hinterlegen müssen. Und sie brauchen auch Geld von der Zentralbank untereinander ihren Zahlungsverkehr regeln zu können. Dieser klassische Leitzinspolitik ist seit der letzten Finanzkrise, wo der Leitzins auf Null oder noch darunter ist, mehr oder weniger ausgereizt, da ist nicht mehr viel Spielraum. Das zweite Instrument der Zentralbank ist die sogenannte Offenmarktpolitik. Die ist jetzt viel bedeutender geworden, und zwar kauft die Zentralbank da Papiere auf dem Finanzmarkt an, Staatsanleihen, auch Unternehmensanleihen. Das ist in dem heutigen Ausmaß, früher war das zur Feinsteuerung der Geldmenge gedacht, heute ist es in einem ganz anderen Ausmaß. Sie haben es ja vielleicht gelesen, 750 Milliarden Euro soll jetzt aufgelegt werden, wahrscheinlich noch mehr. Da ist umstritten, ist das tatsächlich noch diese klassische Offenmarktpolitik oder ist es nicht verdeckte Staatsfinanzierung, die die Zentralbank an die Staaten leistet? Diese direkte Staatsfinanzierung ist nämlich der Zentralbank, der EZB, verboten nach Artikel 123 Arbeitsweise über die der Europäischen Union. Das ist auch bei uns umstritten. Es gab ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, wie weit kann das gehen? Und da hieß es, ja, das geht, wenn das nicht dauernd ist und wenn es auch zeitlich limitiert ist, aber wenn die Märkte damit rechnen können, dass die Zentralbank das immer macht, dann sei das unzulässig, so zumindest die letzte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ja, dann macht die Zentralbank noch die klassische Devisenpolitik, also Wechselkurs. Politik und in Europa auch eben, sie muss den Zahlungsverkehr auch unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sichern, was bei einer einheitlichen Währung erstmal erstaunlich ist. Man geht immer noch davon aus, dass ein Euro, der in Deutschland geschaffen wird, wenn er nach Griechenland transferiert wird, dass er nochmal umgetauscht wird von einem deutschen in einen griechischen Euro. Daraus entspringen dann diese sogenannten Target-Salden, die dann von den einzelnen Zentralbanken angeschrieben werden bei dem europäischen System der Zentralbanken. Zentralbanken außerdem sind die einzigen, die gesetzliches Zahlungsmittel in der EZB, in der Eurozone schaffen können. Gesetzliches Zahlungsmittel sind derzeit nur die Geldscheine der Europäischen Zentralbank, also die Euro-Geldscheine. Alles andere elektronische Geld, was im Umlauf ist, wird von den Banken selber geschaffen. Daraus folgt, die EZB hat also nicht die klassische Kontrolle über die Geldmenge, sondern die macht das nur indirekt. Die EZB schafft auch digitales Zentralbankgeld schon, aber dazu haben nur die
Banken Zugriff nicht. Wir alle haben nur Zugriff zu elektronischem Bankengeld. Und weiterhin Zentralbanken unterstützen die Regierungen als eine Aufgabe, dass sie die Regierung eben Anleihen begeben können, sich also verschulden können. Das läuft bei uns in Deutschland über die Bundesbank. Da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das in Europa? Gibt es da irgendeinen demokratischen Haushaltsgesetzgeber, der eben die EU auch, die EZB auch beauftragen könnte, platziert mir eine Anleihe? Da ist dann diese Frage nach den Eurobonds. Und mit dieser Frage übergebe ich gleich mal unseren Experten, Professor Peukert, zu einem Eingangsstatement. Ja, vielen Dank. Ich grüße auch alle anderen Experten, die angeschlossen sind. Ja, bin gespannt, was wir diskutieren. Es ist ja gar nicht so leicht, im Moment den Überblick zu behalten. Immer diese drei Abkürzungen, KfW macht was, ESM, EIB, Eurobonds. Gut, das ist ein bisschen länger, aber auch komplizierter. Was ist gerade am Laufen? Also der Klaus hat ja schon beschrieben, was so eigentlich die Aufgabe ist und hat auch schon darauf hingewiesen, dass man da vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus gegangen ist, was eigentlich so im ursprünglichen Geiste war. Und die Frau Lagarde hat ja Mitte März gesagt, naja, also dies whatever it takes, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Und dann haben die Kapitalmärkte gezeigt, naja, schön. Dann steigen die Renditen oder die Zinsen unter anderem für Staatsanleihen und schon war das wieder vom Tisch. Und irgendwie scheint es da ja ein Problem zu geben. Und das ist einmal ein Problem der Realwirtschaft, weniger Angebot, weniger Nachfrage, die berühmten Lieferketten und so weiter. Und dem korrespondiert natürlich noch der Finanzbereich und der Geldbereich, weil es sich ja hier um eine sehr komplexe und komplizierte Kette von Zahlungsversprechen handelt, die nun unterbrochen ist. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass, wie wir ja auch auf der Konferenz neulich da in Berlin, der nächste Crash kommt bestimmt und welche Chancen hat das denn, dass jetzt viele vermuten, dass es eben ein Platz in dieser großen Blase, die nach 2008 eigentlich nicht eingedämmt wurde, dass das jetzt ansteht. Und wir haben seit 30 Jahren Deregulierung und deswegen gibt es die üblichen Brandschutzmauern nicht. Und da hat sich auch schon gezeigt, dass es an einigen Ecken gekracht hätte, wenn nicht die Zentralbank hier massiv eingegriffen hätte. Also die Amerikaner haben für ein paar hundert Milliarden den Repo-Markt am Laufen gehalten. Das heißt, so ganz kurzfristige Refinanzierung, die ja auch maßgeblich an der Finanzkrise beteiligt waren, wenig Eigenkapital, die Dollars geistern tatsächlich oder per Order in der Welt rum. Da gab es jetzt schon Dollar-Swaps von der amerikanischen Notenbank mit einigen und auch auf dem Future-Markt zum Beispiel beim Öl, was da schön abgesagt ist, jetzt wieder ein bisschen hochgegangen ist andererseits. Das heißt, wir haben eine Krise, wir haben hier Zahlungsversprechen, die nicht eingehalten werden können. Und jetzt die Frage, was macht die Notenbank als Retter der letzten Instanz sozusagen? Ja, und da haben die Folgendes gemacht. Zunächst einmal hat man ja, das wurde in der Öffentlichkeit nicht so bemerkt, hat man die Kapitalanforderungen, also Eigenkapital und so geändert. Das ist so, dass die Pillar 2 Guidance, das wurde sehr relaxed. Was das ist, ist jetzt mal egal. Also auch dieser Kapitalsicherheitsbuffer, der den meisten Banken, den großen zumindest, vorgeschrieben war, der muss nicht mehr eingehalten werden. Und auch die sogenannte Liquidity Coverage Ratio, das heißt, dass man liquid ist über in einem bestimmten Grad, das ist auch abgesenkt worden. Und auch dieses Equity Tier 1 Capital, ist auch mal egal, was das genau ist, auch da gab es einen sogenannten Capital Relief. Das heißt also, man will hier die Banken entlasten und das haben eben die Sicherheitsbehörden und SSM und so weiter haben das also vorgenommen. Und dann gibt es natürlich das peppige Programm, auf das Klaus schon angesprochen hatte. Das hat man dann eben am 24. März verabschiedet. Das ist dieses Temporary Pandemic Emergency Program. Und bis Ende dieses Jahres, also jetzt nicht so lange gestreckt, kommt zu den
Quantitative Easing Aufkäufen, die es ja nach wie vor gibt, kommen nochmal schlappe 750 Milliarden drauf. Und was kauft man damit an? Alles Mögliche. Also einerseits Staatsanleihen, dann kauft man aber auch Unternehmensanleihen an. Da wäre natürlich interessant zu wissen, welche eigentlich. Die müssen ja gut geratet sein. Im Prinzip, haben die das denn nötig? Wissen wir das denn vorher eigentlich? Mir ist das nicht so ganz klar. Da gibt es den Artikel 6 in dieser Beschlussfassung des EZB-Rates. Das ist von den monatlichen Nettokäufen, dass die dann berichtet werden sollen, die Rede. Aber ob wir wissen, welche Unternehmen genau da gekauft wurden, das ist ja ein bisschen unklar. Also auch Non-Financial Commercial Paper kann da gekauft werden, also Unternehmensanleihen, wie gesagt, und auch die vermaledeiten ABS. Das geht also auch. Und es kann da zentrale, regionale oder lokale Regierungen und sogenannte Recognized Agencies, auch nicht so wichtig, was das ist, von denen kann aufgekauft werden. Interessant ist jetzt, wenn wir uns anschauen, wie wird das eigentlich begründet? Und als Ziel, und da kommen wir in diesen Graubereich rein, Klaus hat es schon angesprochen, ist das eigentlich legitim, was dort passiert? Ist das eigentlich durch das quasi technokratische Mandat, was die EZB hat, ist das gedeckt? Und die sagen, naja, wir wollen die Preisstabilität sichern, wie gehabt, und wir wollen das Funktionieren der monetären Transformationsmechanismen, whatever it is sozusagen, wollen wir aufrechterhalten. Und eigentlich wollen wir das auch so machen wie beim Quantitative Easing. Das heißt, nach einem bestimmten Schlüssel kaufen wir die Staatsanleihen der Länder auf. Und dann sagen sie aber, naja, aber wir wollen da doch bitte eine gewisse Flexibilität haben. Und so ganz genau halten wir uns dann vielleicht nicht da drauf, aber im Großen und Ganzen doch. Weil im Grunde, wenn man es genau nimmt, ist es ja nicht Quantitative Easing, was hier vor sich gehen soll, sondern OMT. Das heißt also, bei Ländern, bei denen das wirklich schlecht aussieht und wo plötzlich die Zinsen raufgehen, weil eben die Anleihen verkauft werden und die Kurse sinken, dass man die stützen wird. Jetzt ist es so, auch bei Quantitative Easing gab es schon Abweichungen um bis zu 10%, was diesen Schlüssel betrifft. Insofern nicht unbedingt was Neues. Aber diese, Klaus hat es auch schon angesprochen, Reserven, die doch das Bundesverfassungsgericht und auch ein bisschen der EuGH gegenüber diesem Prozedere hatten, das wird natürlich verstärkt. Allerdings muss man sagen, dass die Rechtsinstitutionen Angst haben, dafür verantwortlich gemacht zu werden, dass der Euro eventuell auseinanderbricht. Und deswegen werden die garantiert wieder irgendetwas, falls jemand klagen sollte, so eine Ja-Aber-Rhabarber- oder Radio-Erivan-Formulierung bringen, dass das dann schlussendlich doch funktioniert. Ja? Also 750 Milliarden werden da nun reingebuttert, die übrigens auch für Repos wieder benutzt werden können. Denn ein Problem besteht darin, dass jetzt der Markt knapp ist an hochwertigen Collateral, an hochqualitativen Wertpapieren, die man gegen Geld einzutauschen bereit ist. Ja, da machen wieder alle die Schotten so ein wenig dicht. Und deswegen hat ja die amerikanische Fed so ähnliche Sachen gemacht. Und dort ist es so, dass also im Unterschied zum Euroraum übrigens die Banken für Staatsanleihen Eigenkapital hinterlegen mussten. Da hat man jetzt gesagt, nee, lass das mal schön sein. Und in den USA ist es ja so, da wurden auch ein paar hundert Milliarden für die Banken in dem Fall reserviert, also nicht Staatsanleihenkäufe, sondern für die Banken, die sich dort eindecken können. Und das führt natürlich dann zum Vorwurf, dass Goldman Sachs sich da kostenlos, ist ja jetzt Nullzins, Geld holt und das dann für zwei etwas Prozent in amerikanische Staatsanleihen anlegt und dann die Bösewichter sozusagen wieder diejenigen sind, die Geschäft drauf machen. Ja, diese Maßnahmen führen natürlich dazu, dass wir mal wieder die Nullzinsphase, dass die sich verlängern wird. Und dass der Anlagenotstand des braven Kleinanlegers, dass der weitergeht. Diese Staatsanleihen in Großbritannien übrigens können von der Notenbank direkt angekauft werden. Im Euroraum ist es ein bisschen anders. Da haben wir ja diesen AEUV, den Vertrag. Und der im 123er sagt er ja, dass der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln des Staates und so ausgeschlossen ist. Aber jetzt ist es so, dass hier die Betonung halt auf unmittelbar liegt, ja. Die EZB
das EZB-Direktionsmitglied Schnabel hat jetzt gesagt, nee, wir erfüllen eigentlich bloß das Mandat der Preisstabilität, aber der Issing, der ja auch mal da mit von der Partie war bei der EZB, der hat gesagt, liebe Freunde, so ein Aufkauf ist eine monetäre Staatsfinanzierung, vielleicht ist sie ja nötig, ja. Aber da wollen wir doch mal offenes Wort drüber reden. Die meisten Ökonomen, die finden das mehrheitlich eigentlich gut im Unterschied zu Eurobonds, wobei da ja ganz unklar ist, wie die genau ausgestaltet werden. Da liegt sozusagen der Hase im Detail, ja, wenn ich das so sagen darf. Und also bei den Eurobonds sind die 50-50 und da sind die meisten aber doch irgendwie dafür. Ja, und jetzt vielleicht noch kurz mein eigener Vorschlag. Also ich glaube, ich gehe vom Worst-Case-Szenario aus, kann mich ja irren, und der Altmaier bereitete uns ja auch darauf vor, dass nach Ostern, nach den Osterferien, dass das dann so in den Herbst reingehen kann. Der vom Robert-Koch-Institut hat heute nur das Gegenteil erzählt, aber ist ja mal egal. Also ich gehe mal davon aus, nicht zuletzt wegen relativ lascher Bedingungen in den meisten Bundesländern hierzulande, im Vergleich übrigens zu Spanien, Italien und Griechenland, da sind viel wirklich Ausgangssperre, ja. Also auf jeden Fall, ich glaube, das wird uns noch ein paar Monate beschäftigen und das wird dazu führen, dass, wenn wir jetzt nur mal die Länder nehmen, dass Italien 20-25% mehr Staatsverschuldung drauf haben kann, wenn sie das halbwegs abfedern und da bezahlen. Und dann liegen die bei 170-180%. Und Spanien, Portugal und so weiter, Griechenland liegen dann auch nicht viel besser. Und aus diesem Grund langen all diese Maßnahmen nicht, weil ja die EZB-Aktion und auch zum Beispiel Eurobonds oder auch Finanzierung aus dem ESM dafür sorgen, dass die Zinsen zwar niedriger sind, statt 4%, 2% oder 5%, statt 5%, 2%, dass ja aber auf der anderen Seite der Grundbetrag dann doch auf dem Bierdeckel der Länder in der Regel steht und die das bei Gelegenheit zurückzuzahlen haben und dass wie ein Damoklesschwert über ihnen hängt und dass das die Eurozone, ohne dass man jetzt besonders verliebt in den Euro sein müsste, zusammenbricht. Und was dann denn? Und deswegen ist mein Vorschlag, geht einen Schritt drüber hinaus. Das ist ein Vorschlag unter mehreren Möglichkeiten, ja. Also die Länder emittieren solche Corona-Anleihen, Corona-Bonds, ja. Und die EZB, also wenn sie schon interveniert, dann soll es wenigstens volle Tüte tun, ja. Und die gute Frau Lagarde wird dann die neue Jeanne d'Arc sozusagen der Euro-Rettung, aber richtig, ja. Indem man das so macht, also die Länder geben eine Corona-Anleihe aus. Und die Notenbank erklärt gleichzeitig, dass wenn man die über 2% Zinsen nicht los wird, dass sie die dann aufkaufen wird, ja. Und man bietet die möglichst den Bürgern an, also in Deutschland über sowas oder in anderen Ländern über sowas, was in Deutschland die Bundesschuldenverwaltung wäre, damit die Provisionen nicht von den Banken eingestrichen werden. Und wenn die Leute das kaufen, ist das wunderbar. Und wenn man das nicht los wird, dann kauft die EZB die halt auf. Und dann sollte die EZB in der Höhe dieser Corona-Bonds, sollte Staatsanleihen aufkaufen, sollte die dann transformieren, ja, restrukturieren, hieß das so schön. Man hat da ja schon Übung drin, nicht zuletzt bei den Griechenland-Anleihen. Und dann streckt man die halt auf viele Jahre, auf 80 Jahre von mir aus oder wie viel auch immer. Und dann müssen die Länder das praktisch überhaupt nicht zurückbezahlen. Das wäre mein Vorschlag. Mit anderen Worten, wir brauchen irgendeinen Mechanismus, um eine Schuldentilgung hinzukriegen, ohne dass das große Palaver, wir sehen ja, das führt nicht so sehr weit, ohne dass das große Palaver einsetzt. Der letzte Bemerkung vielleicht, es gibt noch ähnliche Vorschläge, meinetwegen von Varoufakis, der da ja so einen Vorschlag gemacht hat, der sieht ein bisschen anders aus, dass also die Länder solche Bonds ausgeben, dass die EZB eine Anleihe begibt, dass die von Leuten gekauft wird. Da nehmen die 1 Billion ein und mit dieser 1 Billion kaufen sie dann diese Corona-Bonds auf.
Und dann, 30 Jahre müssten die mindestens laufen, und dann entscheidet man demokratisch, wenn es wieder rum ist und man das ein bisschen gesettelt hat, wie die bezahlt werden sollen. Ja, das wäre eine vielleicht etwas rechtskonformere Variante. Und man muss wirklich auch überlegen, was er auch vorschlägt, ob man nicht doch in Deutschland jetzt nicht so, weil wir Sozialversicherungssysteme haben, aber andere Länder nicht, ob man in vielen Ländern oder generell nicht wirklich Helikoptergeld, sozusagen Corona-Mindestsicherung, 2000 Euro pro Person an die Leute eben verteilt, ja. Und übrigens, okay, wenn man darf ich bremsen? Jawohl, also, ich bin fertig. Los geht's. Wir wollen ja die Leute auch. Ich fasse vielleicht mal deinen Vorschlag jetzt mal zusammen. Das eine war eben Helikoptergeld als eine Grundsicherung an Leute, die das brauchen. Verstehe ich das richtig? Ja, ja, sagen wir so, ja. Ja. Und das Zweite eben einen Corona-Bond, den aber die einzelnen Nationen emittieren, der den Bürgern dann angeboten wird. Und wenn es über 2%, also bis 2%, und den Rest kauft dann die, wenn es teurer wird, kauft es die EZB sofort auf. Ja. Habe ich das auch richtig verstanden? Und streckt es dann? Und der entscheidende Punkt, ja, und der entscheidende Punkt ist, dass die EZB dann praktisch in Höhe dieser Corona-Bonds die Staatsschulden der entsprechenden Länder praktisch auswischt. Das ist ganz entscheidend, dass die Staatsverschuldung nicht steigt. Ja. Und also eine Änderung Artikel 123 hältst du nicht für realistisch, dass man direkt die monetäre Staatsfinanzierung macht? Der 123 sagt ja eigentlich nur, dass ein unmittelbarer Aufkauf verboten ist. Und wenn ich was gelernt habe in der Finanzkrise, dann ist es das, dass man juristisch die Balken ziemlich biegen kann. Also ich bin gar nicht sicher, ob man den 123 verändern müsste. Alles klar. Okay. Dann erteile ich mal das Wort als Ersten dem Raimund Dietz. Raimund, bitte. Aus Österreich. Ich habe mich gemeldet, ja, aber ich die erste Frage, Helge, an dich. Also im ersten Teil deiner Ausführungen hast du also erwähnt, dass eben die EZB, macht sie ja schon lange Zeit mit dem großen Aufkaufprogramm, also Staatsanleihen kauft und auch Unternehmensanleihen, ja. Das sind aber doch politische Entscheidungen, die sie trifft, zu denen sie im Grunde genommen gar nicht legitimiert ist. Also von wem kauft sie das auf? Und das sind ja sozusagen politische Entscheidungen, also wirklich nicht legitimierte politische Entscheidungen. Die erste Frage. Da hast du recht, ja. Die erste Frage, könnte man sie nicht da packen? Also wenn wir wollen die Aufhebung des Paragraphen 123, müsste man immer darauf hinweisen, dass das im Grunde genommen nicht legitimiert ist und dieses indirekte Kaufen von ausgegebenen Bonds ja doch nichts anderes ist als eine Staatsfinanzierung. Also warum soll man die juristischen Balken biegen, wenn sie sowieso auf einer ganz falschen Grundlage rasten und das Gebäude auf diese Weise instabil machen? Die zweite Frage betrifft das Verhältnis. Also wenn jetzt betrifft das Verhältnis von Helikoptergeld, also direkter Austeilung von Geld an die Bürger. Ich bin ja eigentlich dagegen, dass das die Zentralbank macht, denn die Zentralbank sollte sich hübsch zurückhalten in ihren Entscheidungen, sondern sollte das bitte den Parlamenten und den demokratisch legitimierten Institutionen überlassen. Und wenn, dann sie sollte das Geld an die Finanzminister, jetzt weiß ich nicht, das müsste natürlich EU vermittelt sein, überreichen, ja. Und dann von dort, die sind ja demokratisch über die Parlamente legitimiert, das Geld auszugeben. Ja? Und aber die Frage hinter dem jetzt makroökonomisch, in welchem Verhältnis hältst du denn
das Helikoptergeld im Vergleich zu einer Zunahme der Verschuldung gerechtfertigt. Denn das Helikoptergeld, also wie siehst du da überhaupt die Inflationsgefahr? Wie siehst du da die Verschuldensgefahr, ja, im Verhältnis zueinander? Ja, Helge, bitte, kurze Antwort. Ja, also zunächst einmal dieser Vorschlag bei Beibehaltung aller Paragraphen und so weiter und Regularien, das ist ein Notfallprogramm, ja, Emergency Act sozusagen, ja. Und was du gesagt hast, dass die demokratische Legitimation fehlt und eigentlich die EZB über ihr Mandat hinausgeht und zum Ersatzpolitikakteur geworden ist, da hast du vollkommen recht. Man muss überlegen, was man da strukturell, institutionell in der Zukunft ändern müsste. Das ist absolut, absolut richtig. Das betrifft auch die Frage, wie viel Helikoptergeld denn ausgezahlt werden soll. Ich meine, im Moment ist halt schwierig, wenn die Politik an die EZB die Weisung gibt, so und so viel zu machen. Aber es ist eh ein Diskussionsprozess, ja doch immer, zwischen Kommission, den Banken, den, sagen wir mal, Systempolitikern und anderen Akteuren. Und die müssten das eben müssten das überlegen, zwecks Systemrettung eben. Und ja, das wäre Helikoptergeld wäre eben wirklich Geld aus dem hohlen Bauch produziert und als Geschenk der Notenbank an die Bürger. Es gab Leute, die gesagt haben, dass es nicht gedeckt durch den AEUV und die Regularien, aber die haben dann später doch einen ziemlichen Rückzug veranstaltet. Inflationsgefahr, da gibt es zwei Meinungen zu, das hatten wir auch letzte Woche schon. Ich weiß da nicht, wer recht hat. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Es kommt natürlich auch sehr darauf an, welche Verhaltensweisen die Menschen, wenn sie es wieder relaxed an den Tag legen, ja. Gehen die dann doppelt so oft einkaufen als bisher oder nicht? Wie wird das? Wie lange dauert das Ganze überhaupt? Welche Maßnahmen der Politik kommen denn bei den Akteuren an und? Deswegen, ich weiß es nicht, subjektiv vermute ich, es gibt keine große Inflation. Aber ob das stimmt, keine Ahnung. Okay, nächster Fragesteller, Florian Heuer, bitte. Simon, schaltest du ihn frei? Aufheben. So, jetzt hört er mich? Ja. Jawohl. Ja, prima. Ich habe zwei Fragen. Bin ich zu pessimistisch, wenn ich das Gefühl habe, dass die Aufgabenstellung, die der Zentralbank zugedacht worden ist, vielleicht 18xx erfüllbar war oder am Anfang des 20. Jahrhunderts, aber heute nicht mehr, weil die geldpolitischen Instrumente ja doch total stumpf sind. Die haben zwar noch ein wunderbares Dashboard, aber dahinter die Leitungen gehen in die Luft. Bin ich dazu pessimistisch? Naja, eine Notenbank hat schon, also die Frage ist natürlich, ob das demokratisch so okay ist, aber eine Notenbank hat schon ganz schön Power und wenn die jetzt sagen, ja, wir haben jetzt hier, sind bei Nullzinsen und so und da kann er nicht mehr viel machen, die 750 Milliarden zeigen es ja schon und die Notenbank könnte ja im Grunde in einem Schlag alle Staaten jetzt zum Beispiel bis auf 60% entschulden, indem sie die Staatsanleihen aufkauft und schlicht und einfach sagt, ihr braucht sie nicht zurückzahlen. Das können die ja machen. Also insofern, jetzt kann man sagen, ja gut, da gibt es dann aber wohl Probleme im Sinne eines Vertrauensverlustes in die Währung oder Wechselkursprobleme vielleicht oder, ja. Aber ich finde, eine Notenbank hat im Papiergeldstandard verdammt viel Macht. Und aufgrund der Regularien heute müsste man sagen, also nicht demokratische Verfassung, eigentlich zu viel, ja. Die zweite Frage wäre die, wenn das schon mit diesen Trennbanken nicht geklappt hat, dass man also praktisch die Basisfunktionen, die entlang der Wertschöpfungsketten gehen und die nicht unterbrochen werden dürfen, dass man die jetzt entkoppelt von dem Ganzen, was so spekulativ rumgeistert, wäre es nicht eine Denkbarkeit, dass man das Helikoptergeld
aus dem Silo des Schuldgeldes rausnimmt und jetzt ein Trenngeld macht und dass man sagt, dieses Geld ist eine Bürgerdividende. Das ist also ein Geld, das geteilt wird, wo Produkte geteilt werden, also was zum Beispiel nur eine Gültigkeit von 3 Monaten hat, was von der Zentralbank als digitales Bargeld-ähnliches Geld rausgegeben wird und auch verwaltet wird und was gleichzeitig eine Klimawirksamkeit entfalten kann, indem man eine Kooperation entlang dieser Wertschöpfungsketten, die es ja nicht gibt, also das sieht man ja an den großen Händlern, die einerseits den Molkereien diktieren und andererseits die Preise in den Läden machen, dass die kooperieren müssen, um umweltfreundlichere Produkte reinbringen zu können und zu weniger Abfall zu machen. Das heißt also, statt Trennbanken, Trenngeld. Aber unter der Ägide der Zentralbank. Ja, mit Auflagen, schuldfreies Geld mit Auflagen an alle. So. Helge. Ja, das wäre ja so die Strategie Einstieg in den Umstieg, ja, was jetzt das Schuldgeldsystem betrifft. Und das kann uns natürlich als monetative Sympathisanten oder so ein Recht sein, ja. Das wären natürlich geringe Beträge. Wer mal so ein Einstieg könnte dann irgendwie kombiniert werden mit dem digitalen Zentralbankkonto für alle so ungefähr. Wenn es geht ohne Bargeldabschaffung, wenn ich das jetzt aber hinzufügen darf, das wäre natürlich nicht falsch, ja. Okay. Ob es eine Schwundgeldkomponente haben muss, das ist eine separate grundsätzliche Frage wohl. Nächste Wortmeldung, Herbert Wopen, bitte. Ja, hallo. Mich fasziniert einfach die Art und Weise, wie die Banken mit den Negativzinsen umgehen. Nach dem Programm, nach der erklärten Bedeutung, denn Negativzinsen sollen sie dafür sorgen, dass die Banken das Geld nicht einfach sich zu Null leihen und dann bei der EZB parken, um daraus Erträge zu generieren. Sondern sie sollen dafür mit dem Geld, was sie zu viel haben, mehr Kredite vergeben. So stattdessen belasten sie jetzt die Negativzinsen zumindest an die großen Unternehmen oder auch an vermögende Privatkunden weiter, was ja diese Idee völlig ins Leere laufen lässt. Und das kann doch eigentlich nicht vom Rechtsrahmen gedeckt sein. Ich suche nur noch nach einem Anker, wo man das kippen kann und frage mich, ob das in diesem Kreise schon mal durchdacht worden ist. Also was mich ehrlich gesagt sehr wundert in dem Zusammenhang ist, dass man für die Überschussreserve, also das Geld, was man über die Mindestreserve hinaus auf den EZB-Konten an Zentralbankgeld da hält, das sind ja einige Sümmchen da nach der Finanzkrise, auch so als Sicherheitspolster, da hat man ja, liegt man ja im Minusbereich und das tut den Banken ja schon weh. Und wenn man ihnen jetzt entgegenkommen will, verstehe ich ehrlich gesagt nicht und vielleicht kann das jemand aus der Runde da irgendwas zu beitragen, warum man das nicht einfach abgeschafft hat. Denn es hat sich ja gezeigt und einige haben es ja auch gesagt, sogar von den Zentralbankern, dass diese grandiose Idee mit den Negativzinsen da bei der Einlagenfazilität, dass das nur für die Realwirtschaft nichts gebracht hat. Und da könnte man ja wenigstens die angespannte Lage für die Banken da ein bisschen relaxen, indem man das jetzt mal die 0,6 oder wie viel sind auf Null setzt, ja. Oder von mir aus sogar positiv verzinst. Ja, wieso denn nicht, ja? Denn die Banken, also ich habe ja jetzt nicht so ein tiefes Herz für die Banken im Allgemeinen, ja, oder ein großes, aber die stecken schon in der Bredouille, ja. Weil die Sache ist ja die, für die Neukredite jetzt im Krisenrahmen, da legt schon mal die KfW oder der Bund 80-90% Kreditgarantie hin. Wobei dann natürlich die Frage ist, wie will ich denn ein Unternehmen überprüfen, wenn ich gar nicht weiß, wie lange das keine Umsätze mehr macht, kann im Moment keiner sagen. Aber davon unabhängig, die Altkredite können ja auch ausfallen und da kriegen die keine 80-90% für, ja. Das heißt, die bibbern schon teilweise auch unverschuldet, ja. Okay, haben zu wenig Eigenkapital, aber der Gesetzgeber hat da ja auch nicht richtig zugeschlagen, ja. Also insofern wundert mich das in der Tat, dass man hier auf diesem Negativzins weiter beharrt und stattdessen dann milliardenschwere Sonderaktionen veranstaltet. Vielleicht kann jemand das mal sagen, wie man das erklären kann. Darf ich dazu einhaken zu den Banken? Also dort ist eine Bankenkrise, da machen wir ja nächsten Donnerstag nochmal ein separates Gespräch.
Da werden wir sicher das mit den Negativzinsen auch nochmal weiter besprechen. Das ist aber ein wichtiger Hinweis. Okay. Da bleiben wir dran. So, nächste Wortmeldung, Hans Scharf, bitte. So, den Hans Scharf, der ist zwar freigeschaltet, aber wir hören ihn nicht. Was ist da los? Hans, schalten wir dein Mikro ein. Ja, jetzt müsst ihr mich hören. Jetzt, ja. Willst du hören? Ja. Okay, also ganz kurz zu der Frage der Negativzinsen. Hallo? Nee. Hans, das muss an deinem Audio liegen. Du musst es anstellen, ansonsten. Müssen wir anderweitig verfahren. Hörst du uns, Hans? Mach mal den Daumen hoch, wenn du mich hörst. Du musst dein Audio unten links anschalten, ansonsten passiert nichts. Ja, dann ziehen wir jetzt jemand anders vor. Gibt es momentan noch eine Wortmeldung? Wenn ja, dann bitte, wie gesagt, über den Chat. Ich würde als Überbrückungsfrage... Ich hatte mich irgendwie gemeldet. Wart ihr mich dran gehabt? Ja, Petra, okay. Ah. Hallo erstmal zusammen. Was mich interessieren würde ist, also ich bezweifle einfach, dass eine Empfehlung, die wir jetzt gerne machen würden, tatsächlich umgesetzt wird. Mich würde interessieren, ob irgendjemand eine Ahnung hat, wie diese Unsummen, die ja jetzt wieder rausgehauen werden, wie das irgendwann mal wieder eingefangen wird. Was meinst du mit einfangen? Ja, ich meine, das Geld ist ja ausgegeben, ja. Und diese ganzen Annahmen, die wir jetzt treffen, ja, das sammeln dann die Zentralbanken ein und sagen einfach, müsst ihr nicht zurückzahlen, ist alles gut, ist alles schön. Also das, entschuldige, ich halte das für Wunschdenken, ja. Und ich meine, da sind ja eigentlich die deutschen Finanzminister auch immer die Ersten, die sagen, sowas geht mal gar nicht, ja. Also unter der Annahme, dass man sowas nicht kriegen wird, ja. Also irgendjemand muss ja die Zeche trotzdem bezahlen. Also die Staaten sind verschuldet. Ich meine, die sind jetzt schon verschuldet und jetzt werden sie nochmal richtig verschuldet. Also wie sollten sich das jemals wieder auflösen? Ja, und es ist ja kein Ende. Also das, was da jetzt rausgehauen wird, das wird ja bei weitem nicht lang. Ja, richtig. Ich meine, in gewissem Sinne ist es ja ein Ausgleich einer Einkommenskompression. Und wenn jetzt die Staaten Geld ausgeben, dann gleichen sie das aus, ja. Und die EZB, wenn die jetzt diese Staatsanleihen zum guten Teil einsammeln würde und sagen wir mal neutralisieren würde, dann müssten halt die Länder diese Summen nicht zurückbezahlen, ja. Und denn irgendwo, ich meine, bei 90% liegt es nicht, aber irgendwo wird es halt schon schwierig. Und auch wenn die Differenzen der Schuldenstände zwischen den Ländern zu groß werden, ist ja dann auch ein Problem. Und wenn die das aus ihrem nationalen Haushalt bezahlen müssen, macht die Zinszahlung ja einen immer größeren Anteil aus. Das ist ja auch nicht gerade der wahre Jakob. Es gibt in gewissem Sinne für eine Notenbank und für eine Gesellschaft ein Free Lunch. Das ist zum Teil so. Und wenn man wenn man jetzt mal geldmengenmäßig argumentiert und sagt, zu viel ist draußen, dann kann eine Notenbank das ja, indem sie Wertpapiere ausgibt, die gut verzinst sind, dann holst du das Geld wieder rein sozusagen. Und der Staat kann ja auch aktiv werden, indem er zum Beispiel nach der Krise meinetwegen irgendeine Variante einer Vermögens- oder reichen oder wohlhabenden Steuer einführt. Ob jetzt ab 100.000 à la Bontrup oder wie Sarah Wagenknecht, die Linke, das vorschlagen, die Superreichen mit 1 Million Freibetrag und dann 5% auf 3 Jahre, kommt auch 1 Billion zusammen. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man über Steuern oder über Wertpapiere, wie man das Geld wieder einsammeln kann. Das geht schon. Okay,
Ja, wir haben die nächste Frage von Helmut Rüdiger. Vielleicht wollte es ja auch eine schriftliche Stelle, kann sein, ne? Hat es ja aufgeschrieben. Ja, ja, ich habe es aufgeschrieben. Okay. Ich war nur an dem Helikoptergeld hängen geblieben, was ja den Charme hat, von unten her in der Realwirtschaft aufzutauchen und nicht über das direkt über die ja über die Bilanzen der Banken dort verändert zu gehen. Und die Frage war, löst das Inflation aus? Meine Frage war, hängt das nicht davon ab, in welcher Abfolge so ein Geld ankommt, wenn es also angenommen zuerst beim Mittelstand ankäme, dass die etwas in die Regale tun können und dann erst beim Bürger, dann würde es möglicherweise eben nicht so inflationswirksam sein, wie wenn wir einfach jetzt den Bürgern ganz viel geben und es ist gar nichts in den Regalen. Ob das nicht sehr stark auch eine Frage der Feinsteuerung ist, wie man sowas macht. Vielleicht ist das Beispiel jetzt auch ein bisschen einfach gewesen. Und die zweite Frage dazu ist nicht, löst Helikoptergeld nicht Erwartungen aus, sodass es am Ende ein Einstieg in Bürgergeld wäre. Setzt aber dann natürlich wieder einigermaßen ruhige Zeiten voraus. Das war's schon. Danke. Ja, das ist absolut richtig. Man kann sagen, wenn man das nicht andauernd veranstaltet und da jetzt langfristige Erwartungsbildung stabilisiert, dann sind so einmalige, ich nenne es jetzt mal Geschenkaktionen in einer Notlage, wie es das Helikoptergeld in dem Fall als QE for the people wäre, dann kann man das machen. Aber wenn sozusagen Manna vom Himmel regnet und man nichts dafür tun musste, dann sagt man sich natürlich, ja, warum nicht öfter? Und das ist dann das Problem. Also wenn man jetzt, wenn eine Zentralbank Geld aus dem Nichts verteilt, dann gibt es natürlich viele, die sagen, ja, wir kennen 1000 gute Gründe, warum das morgen wieder passieren sollte. Das heißt, wie schiebt man dieser inflationären Erwartung sozusagen, wie schiebt man der dann einen Riegel vor? Das ist ein echtes Problem, ja. Ich glaube ja, dass aus ökologischen Gründen auf lange Dauer gesehen sowieso so eine Direktalimentierung der Notenbank nötig sein wird, damit die Staaten in ihrer Finanzierung öffentlicher Güter, wir merken ja jetzt, dass es da in vielen Bereichen doch mangelt, fast weniger in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern, aber hier auch, was Personal, Bezahlung, Schutzmasken und so weiter betrifft. Und dass man das in gewissem Sinne verstetigen müsste, damit man nicht von Steuern, die von Wirtschaftswachstum abhängig sind, abhängt, oder aber eben am Tropf der Finanzwirtschaft hängt, ja. Ja. Also insofern mit dem Bürgergeld, das ist so ein Problem, weil das ja zum Beispiel auch, also das bedingungslose Grundeinkommen, weil das ja auch Leute fordern, den Sozialstaat im Sinne einer Versicherungssicherheit, auch institutionellen Sicherheit, die das abschaffen wollen. Und wenn man sagt, es gibt jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro, kommt die nächste Regierung und sagt, nö, wir kürzen das mal auf 500 Euro. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das widerspricht ja auch, ein bedingungsloses Grundeinkommen widerspricht ja auch elementaren Reziprozitäts- und Fairness- und Gerechtigkeitsvorstellungen, glaube ich, in so einer Gesellschaft. Und vielleicht bin ich jetzt zu alt dazu, aber vom Menschenbild her gesehen glaube ich nicht, dass dann die Kreativität nur so sprießt, sondern dass dann auch Schlendrian und negative Dinge überhand nehmen könnten. Ja? Ja. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, ist, infolge der Krise und auch als Umstellungsmöglichkeit auf eine ökologischere Wirtschaft, dass der Staat eben durch Zentralbank finanziertes Geld oder zur Verfügung gestelltes Geld einen dritten öffentlichen Arbeitssektor schafft, der sozusagen eine Beschäftigungsgarantie abgibt, ja, die nicht vom Wirtschaftswachstum und Produktivitätssteigerung abhängig ist. Mhm.
interessant. Aber da braucht ja die Zentralbank noch ein erweitertes Mandat dazu. Also das natürlich, das wäre die revolutionäre Transformation. Und man könnte sagen, im Moment macht die Zentralbank wieder, geht sie sowieso weit über ihre Funktionen hinaus. Und dann lassen wir die Pferde halt nach vorne durchgehen und modeln sie so um, dass sie demokratisch kontrolliert und für eine ökologische Umgestaltung. Und nicht, dass es 3-4 ESG-Projekte gibt und ansonsten läuft es weiter wie gehabt. Denn das ist ja die große Gefahr. Nicht? Die Autoindustrie sagt, jetzt lasst mal gefälligst eure CO2-Vorstellungen da fallen, und andere kommen auch anmarschiert und sagen, toll, der Erdölpreis ist niedrig, wir werden jetzt 2-3% Wachstum wieder haben, ja, und hurra, weiter wie gehabt. Da müssen wir drüber hinwegkommen. Es ist noch gerade keine... Doch, ich greife als nächstes kurz die Frage vom Herrn Schaap auf über den Chat. Sollten wir die direkte Staatsfinanzierung durch die EZB fordern und daran anschließend, wenn ja, sollen dann insbesondere Finanzierungen von Infrastrukturmaßnahmen und Projekten über Gutbuchungen, also Zuschüsse auf Konten der staatlichen Stellen bei der Bundes- oder der Europäischen Zentralbank ermöglicht werden? Also ja, Gutbuchungen auf den Konten der staatlichen Stellen bei den Zentralbanken direkt. Meiner Meinung nach wäre das die sauberste und ehrlichste Lösung. Da müsste man natürlich auch gerade im Rahmen der Monetative drüber diskutieren, weil das ja doch den ordoliberalen Sentiments, die es ja auch nicht unberechtigterweise gibt, ja, müsste man das überlegen, ob das geht. Ob vielleicht so ein Geld per Bürgerhaushalt dann demokratisch legitimiert und nicht irgendwelchen staatlichen Stellen in die Hand gedrückt. Da wissen wir ja, dass das dann auch fehlinvestiert, ausgenutzt, in die eigene Tasche gewirtschaftet wird und, und. Das ist ein sehr schwieriges Thema und ich könnte mir vorstellen, dass in einer unserer wöchentlichen Sitzungen genau das mal ein Thema, Pro und Contra von so einer direkten Finanzierung, dass das mal ein super Thema für so eine mindestens eine Stunde wäre. Mir brennt jetzt noch eine Sache, weil ich sehe jetzt ist keine weitere Wortmeldung. Ich habe ja vor kurzem, ja, Josef? Ich habe mich da eingetragen in diese Liste, aber ich dachte, dass damit kommt man zu Wort. Lass das Wort, auch geht's. Okay, danke. Ja, okay. Ich beherrsche das System nicht. Also erstens, Helge, ja. Also diese Corona-Bonds, ich meine, ich sehe das ja ein, also für diesen Coronavirus kann ja keine Nation etwas, nicht? Es ist über uns gekommen und man kann nicht den Nationen sagen, also niemand ist daran schuld gewesen sozusagen, deswegen okay, dass die einzelnen Nationen jetzt also da zusätzlich auch nationale Schulden machen. Nur die machen die Schulden ja in Euro nicht. Und wir haben schon das Theater mit ANFA und ELA, also Emergency Liquidity Assistance. Wir haben die immensen die Saldenungleichgewichte im Target-Zahlungssystem. Und ich meine, fahren wir dann nicht einfach da mit dieser, also die nationalen Staaten machen die Schulden und praktisch am Ende, nicht formal, aber doch, as a matter of fact, am Ende haftet die gesamte Euro-Gemeinschaft nicht. Und dann habe ich eine konkrete operative Frage. Du sagst, ja, die EZB kauft das auf und dann tut die das, dein Stichwort war transformiert oder restrukturieren auf 80 Jahre. Ja, was soll das heißen? Also ich meine, es bleiben ja trotzdem Schulden, nicht? Oder ist da das Kalkül drin? Wir kriegen dann doch irgendwie, haben ja eine ständige Inflation und die machen wir dann noch ein bisschen höher und dann werden diese Schulden, die da sind, belanglos. Zu Florian wollte ich sagen, das mit dem Trenngeld habe ich nicht verstanden. Vielleicht schreibst du mal ein kleines Papier und schickst es rum, damit man das nachvollziehen kann. Dann wollte ich zum Negativzins etwas sagen. Da gibt es eine Begriffsverwirrung. Es gibt einen Negativ- und einen Minuszins. Und zum Beispiel, es gibt da das TLTRO-Programm der EZB, ja, Targeted Long-Term noch wie. Also das ist ein spezielles Programm, also mehrere Programme inzwischen in großem Umfang.
mit denen Kredite der Banken an die Realwirtschaft refinanziert werden. Die kommt überwiegend auch Mittelmeerländern zugute. Und diese Telco-Zinsen, das sind gar keine Zinsen, sondern also wenn die Banken von der EZB dieses Programm nutzen, dann bekommen sie de facto, früher nannte man das ein Disagio. Nicht? Also die Banken bekommen 100% des Kreditbetrages, müssen dann aber nur 99% zurück, also sind nur mit 99% in der Kreide. Das heißt Minuszinsen. Ich finde, das ist eine Begriffsverwirrung. Aber das heißt de facto, also das ist etwas, was die Banken wiederum entlastet, während die sogenannten Negativzinsen, das nimmt ihnen Guthaben weg. Nicht? Aber durch diese sogenannten, in Anführungsstrichen, Minuszinsen, durch dieses Disagio bei Zentralbankzinsen, da machen die Banken sozusagen auch wiederum ein Geschäft. Danke. Ja, das war ein guter Hinweis mit Disagio. Absolut richtig. Das Programm kennen ja nur wenige. Und soweit ich das weiß, sind das schon nicht unerhebliche Beträge, die da auf diese Art und Weise geflossen sind. Das ist ja im Grunde irgendwie eine Subventionierung. Vielleicht keine falsche. Was die Inflation betrifft, meine latente Hoffnung, dass die Inflation das wegfressen wird, wenn es auf 80 Jahre läuft, ja ganz genau. Da brauche ich noch nicht mal die Inflation anheizen. Ein bisschen gibt's die ja schon. Man kann ja ganz einfach ausrechnen. Also ich kann ja nicht gut rechnen, du Josef sicher besser oder andere. Über 80 Jahre die Inflation so von 2%, da bleibt nicht viel übrig, was man dort zahlen muss. Ja, das brauche ich gar nicht so richtig anfächern oder anfachen. Dann diese Frage, dass die Länder, das ist ja im Grunde die deutsche Haltung ein bisschen, ja. Warum man gegen Eurobonds ist, was heißt die deutsche Haltung? Diese ganzen Wirtschaftsforschungsinstitute inklusive Hüter, der dafür jetzt eins auf den Hut kriegt, von allen möglichen Familienunternehmern und so weiter. Aber das ist ja das Bedenken, dass den Ländern, dass sie jetzt nichts dafür können für Corona, dass sie aber ja doch eine unsolide Haushaltsführung irgendwie irgendwo schon hatten, ja. Und dass das dann immer so weitergeht. Und ich persönlich bin ja und mache mich da bei vielen Leutchen da, Keynesianismus und so weiter, unbeliebt, dass ich sage, so eine Staateninsolvenzverordnung, das müsste man vielleicht machen, wenn man auf der anderen Seite solche Geschenkaktionen veranstaltet, ja. Das ist ja für Länder teilweise selber am besten, wenn sie dann in so eine Insolvenz gehen könnten. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, umso geringer ist, je deutlicher so eine Staateninsolvenzverordnung und je klarer sie formuliert wäre. Ja, also das Problem, das sehe ich persönlich auch, ehrlich gesagt. Darf ich dann nochmal direkt nachfragen? Es gab ja da diesen Brief der Italiener, einige Bürgermeister und Regionalpräsident an Deutschland, ganzzeitige Annonce in der FAZ, ja, und dann haben sie also gesagt, naja, helft uns doch bei Eurobonds bei weiterer Verschuldung, ja. Gleichzeitig haben sie zitiert, ja, aber wir haben euch doch auch geholfen, nach dem Krieg haben wir euch doch entschuldet, ja. Ich glaube, was jetzt ja ansteht, ist nicht weitere Verschuldung, sondern man muss irgendwie ein Entschuldungsprogramm machen, ja. Ja, richtig. Zum Beispiel, und da würde mich interessieren, historisch gesehen, es gab ja schon mehrere Beispiele nach Kriegen, ja, dass es werden die Schulden irgendwie gestrichen, ja, wie kann man das durchführen? Und dann vielleicht noch ein Hinweis, es wird ja heute alles Geld, auch das Zentralbankgeld, wird ja formal immer noch als Schuld verbucht, ja, also das ist ja alles Passivgeld, es ist immer eine Verbindlichkeit, die natürlich bei der EZB vollkommen ins Leere läuft. Man kann ja nicht mehr hingehen mit seinem Geld zur EZB. Man kriegt ja kein Geld, ist ja nichts mehr dahinter. Ja. Sollte man nicht mal jetzt das auch anders nehmen, sagen wir, diese Verbuchung von Geld als Schuld endlich mal anders machen, also stoppen, anders verbuchen und dann, was gibt es für historische Beispiele, dass man mal so eine Entschuldung gemacht hat, nicht immer eine weitere Entschuldung, weil dass diese ganzen Schuldentürme ja irgendwie haken und dass das nicht funktioniert, das ist uns doch, glaube ich, allen klar.
Absolut. Ich meine, es gab ja eine Schuldentilgungskonferenz. In den 50er Jahren war die ja irgendwann. Und da hat ja nicht zuletzt Deutschland von profitiert. Und die Eigenartigkeit ist ja die, dass Deutschland sozusagen als Kriegsprovokateur, als das Land, was den Zweiten Weltkrieg ja wohl in allererster Linie und all das, was damit zusammenhing, mit dem Nationalsozialismus, das also große Schuld auf sich geladen hat. Und dann kam die Entschuldung. Das war ja wirklich eine erstaunliche Angelegenheit, teilweise selbst von Ländern, deren Bürgern mal Extremes zugefügt hat. Ja. Und sicher, also mein Vorschlag jetzt, den ich mir halt mal ausgedacht hatte, dass die EZB das strikt neutralisiert aufkauft, das ist ja im Grunde eine Schuldentilgung. Und es gibt ja Schuldentilgungen am laufenden Band. Also es gibt ja Schuldentilgungskonferenzen für Staaten und aber auch für Einzelunternehmen. Da gibt es ja Organisationen, über die auch gerade im Rahmen der, oder Institutionen genauer, über die jetzt im Rahmen der Finanzkrise gar nicht so geredet wurde. Weil man eben so eine massive Schuldentilgung, da so Erlassjahrgeschichten praktisch, weil man die außen vorlassen wollte, ja. Ja. Okay. Gut, dann haben wir als nächstes eine Frage von M. Zeiler. Ja, hier. Servus zusammen erstmal. Ich bin relativ neu und ich habe jetzt eine ganz andere Frage. In eine ganz andere Richtung. Wie genau könnte man das Finanzsystem bzw. die EZB demokratisieren? Also durch Petitionen, Aufklärung oder durch Unterwanderung der Partei? Ja? Oder einfach warten, bis die nächste große Krise kommt und die Schwäche ausnutzen dann? Ja. Ja, die Frage ist, wie könnte man die EZB von einem expertokratischen, abgeschirmten Institutionen als Bank für die Banken, aber auch für die Gesamtgesellschaft irgendwo. Was könnte da Demokratisierung und institutionelle Veränderung bedeuten? Das ist natürlich, das ist wirklich schwierig und man müsste überlegen, ist das wünschenswert und wie könnte das aussehen? Und vielleicht wäre das auch mal für eine einstündige Diskussion eine Variante. Denn das wäre ja schwierig, wenn man jetzt im EZB-Direktorium alle möglichen gesellschaftlich relevanten Gruppen sitzen hätte, ja, so wie im Rundfunkrat. Also da wäre mir jetzt auch nicht wohl bei, ja. Wie will man das machen? Und das wäre vielleicht eine Diskussion wert, um über diese generelle berechtigte, aber ja zunächst einmal nur eine Plakette oder eine Richtungsanzeige gebende Bezeichnung demokratischer, was das bedeuten könnte, ja? Das ist ja die interessante Frage. Ja, ich würde in dem Zusammenhang vielleicht noch eine andere Frage stellen wollen. Wir haben jetzt viel über Bankensystem gesprochen, über Liquidität. Viele Bürger, viele Bekannte auch von mir fragen sich aktuell, wo kommt diese ganze Liquidität her? 750 Milliarden Anleihenkäufe und wir reden noch über viel mehr. Allein der EZB, wenn man sich die EZB-Bilanz seit 2005 anschaut, da war sie bei 1 Billion Euro gestanden, Ende 2019 bei 4,6 Billionen. Ich sage es mal vereinfacht, das Geld kommt ja nur bedingt, zumindest mal gefühlt, bei den Leuten in der Realwirtschaft an und gerade jetzt sehen wir Kreditklemmen. Wie erklärt man Leuten auch jetzt in der Krise, dass so schnell und schlagartig Geld zur Verfügung steht, Liquidität bereitgestellt werden kann und warum es in der Realwirtschaft nur so schwer durchsickert? Tja, das ist eine gute Frage. Wer hat darauf eine einfache Antwort? Ich bitte um Hilfestellung. Josef meldet sich. Ja, ist doch ganz, also meines Erachtens ist die Antwort einfach.
Die Staaten machen sofort in großem Umfang neue Schulden und im Tandem hat die Europäische Zentralbank erklärt, dass sie alles aufkauft, also dass sie die Aufkaufprogramme, Stichwort Quantitative Easing, ja weiterführt und dass sie außerdem neue drauflegt. Das heißt, die Europäer machen jetzt, was die Amerikaner schon lange gemacht haben. Der Staat gibt Anleihen aus und ein Bankenkonsortium nimmt das auf und fängt an, das am offenen Markt anzubieten. In dem Moment kauft die Federal Reserve das auf oder jedenfalls einen großen Teil davon. Früher waren es 20%, heute sind es, glaube ich, 33% oder 35%. Genau das macht jetzt auch die EZB. Das ist eigentlich, was die Modern Money Theory die ganze Zeit als Allheilmittel praktisch anbietet. Und da kommt das Geld her. Der Staat hat Kredit, also nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Italien, weil die EZB von vornherein gesagt hat, wir kaufen alles auf. Fertig. Ja, klar. Das ist der technische Vorgang, logisch. Ja. Aber die Zusatzfrage war ja, es wird unheimlich rausgehauen, ja, und gleichzeitig, plump gesagt, schlägt sich das nicht in den Wachstumsraten so nieder, ja. Da gibt es ja diese Debatten, dass immer mehr Dollar oder Euro nötig sind für immer weniger Prozent Wachstum, nicht? In diese Debatte geht das doch ein bisschen rein. Ja, aber... Kriege ich nochmal? Danke. Ich weiß einfach nicht, wie man sich meldet. Also ich glaube, das stimmt, Helge, was du gerade sagst. Nur jetzt mit dieser Corona-Sache muss man ja schon sehen und ich würde sagen auch anerkennen, dass die Ausgabenprogramme sind Ausgabenprogramme der Regierung. Und sie gehen in der Tat, sie gehen sektorengezielt in die Wirtschaft. Und sie gehen auch auf breiter Basis diesmal auch, wie soll ich sagen, an kleine Selbstständige, an sogenannte Solo-Selbstständige, an Freelancers und so weiter und so fort. Das ist ein Haufen Geld, das wahnsinnig schnell und diesmal wirklich unbürokratisch unter die Leute kommt. Und das ist ein Unterschied zu dem bisherigen Quantitative Easing, das eigentlich nur der Finanzwirtschaft genutzt hat. Und dem Staat insofern, als praktisch die Kreditwürdigkeit, die Kreditfähigkeit der Staaten aufrechterhalten wurde. Und sonst hat es ja nur der Finanzwirtschaft genutzt, einschließlich der Staatsschulden. Jetzt diese neue Runde, die geht wirklich direkt in die Kaufkraft von Firmen und Haushalten. Ja, die Antwort ist höchstwahrscheinlich... Dass bei dieser Runde jetzt wir das Vergleichsszenario nicht haben, nämlich das wäre ja, dass praktisch so gut wie gar nichts gemacht würde, ja, dass man da reagieren würde wie, was weiß ich, 1929, dass also die Notenbank sich da zurückhält, ja, und nichts macht. Und das wäre ja der Vergleich. Dann würden ja höchstwahrscheinlich sehr, sehr schnell sehr, sehr viele kleine, große und so weiter Betriebe dicht machen. Und dann wäre die Frage des Kollateralschadens, dass dann, was weiß ich, 80% der bisher funktionierenden Organisationen, Einrichtungen, Betriebe, Unternehmen und so weiter, dass die pleite wären dass wir hier dann so ein oder zumindest in den USA einen Bürgerkrieg hätten, wo ja scheinbar in den letzten Monaten 2,3 Millionen Waffen mehr verkauft wurden. Also das heißt, dass wir so somalische Zustände als Alternativszenario hätten. Und dann kann man sagen, naja, das, was jetzt gemacht wird, eventuell sorgt das dafür, dass doch so das Gerippe oder die elementaren Strukturen aufrechterhalten werden. Ja, wir haben zwei weitere und wahrscheinlich auch abschließende Wortmeldungen. Ich sehe gerade, Martin Meiner wäre der Nächste, den ich kurz übersehen hatte. Und dann haben wir nochmal die Petra und den Raimund Dietz. Und dann würde ich sagen, schauen wir, bis wir zum Ende kommen. Martin Meiner, ja, hallo zusammen. Ich möchte, verstehen Sie mich, ja? Ja. Ja, ja. Verstehe ich mich? Okay. Gut, ich wollte zum Helikoptergeld noch ein bisschen was sagen. Erstens zu der zeitlichen Begrenzung von 3 Monaten. Damit ist ja schon Irving Fischer in den 30er Jahren auf die Nase gefallen.
weil dann das Geld einfach nicht mehr bei den Leuten angenommen wird. Der Erste, der das Geld kriegt, bei dem bleibt es dann hängen und dann wird es nicht mehr weiter angenommen. Also das würde ich dann die Finger davon lassen. Das Zweite mit dem Helikoptergeld, wenn man eine gewisse Inflationsrate und eine gewisse Wachstumsrate hat, braucht man ja für jedes Jahr eine gewisse Geldmenge, die in Umlauf kommt. Und dann ist doch die Frage, warum soll das in die Finanzmärkte oder über die Banken kommen? Oder warum soll das nicht direkt über die Bürger Sinovic den Bürgern zur Verfügung gestellt werden? Und dann werden auch keine Erwartungen geweckt, weil es ja dann tatsächlich nur um den Geldmengenzuwachs geht, der notwendig ist, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Von daher halte ich auch die Frage mit Staatsfinanzierung nicht so wichtig, weil es geht dann nicht um den Staat, sondern um die einzelnen Bürger. Und der einzelne Bürger hat ja dann keine Handhabe, irgendwelche Druck auszuüben, wie es zum Beispiel Staaten, dass die Zentralbank dann finanzieren sollte. Von daher denke ich, gerade jetzt im Augenblick mit der Corona-Krise, wo dann auch von verschiedensten Leuten auch schon vorgeschlagen wurde, jeder Bürger sollte über den Staat zum Beispiel 500 oder 1000 oder 2000 Euro bekommen, dann könnte man das sehr schnell jetzt über die Zentralbank machen, über Helikoptergeld. Und das hätte ja auch keine so großen inflationären Folgen, sondern eher im Gegenteil, könnte man dann eine gewisse Deflation ja dann auch vermeiden, die dann entsteht, wenn immer mehr Firmen dann pleite gehen und Selbstständige keine Existenz mehr haben und dann die Zahlungsketten ja dann immer weiter sich durchbrechen, wie auch damals in den 30er Jahren. Okay. Von daher glaube ich nicht unbedingt, dass es jetzt inflationär wirken würde, wenn man dann den Bürgern das Geld zur Verfügung stellen würde. Und selbst wenn es Inflation von 2 bis 3 oder 4% erreichen würde, dann könnte die Zentralbank ja endlich mal mit diesen ganzen Aufkaufprogrammen Schluss machen. Und dann würden auch die Finanzmärkte nicht weiter angeheizt dadurch. Okay. Helge, dazu bitte kurz. Ja, also dieses Helikoptergeld, dass jeder was kriegt, jenseits der deutschen gezielten Hilfe mit 5.000, 9.000 Euro und so weiter und Arbeitslosenversicherungsgeschichten und so weiter. Das dient ja, wäre ja vor allem wichtig für Leute, die durch diese Maßnahmen nicht erfasst werden. Also zum Beispiel Leute, die auf der Straße leben, ein Eurojobber, Leute mit geringem Einkommen, die bei der Tafel aufkreuzen, ja, oder dass das Mittagessen, das kostenlose Mittagessen für die Kinder in der Schule fällt weg und so weiter. Und in einigen Ländern gibt es ja kaum ein soziales Sicherungsnetz, nicht zuletzt in den USA. Und da wäre das eben wirklich, wirklich, wirklich relevant, um also eine flächendeckende Abfederung da zu erreichen, ja. Okay, hier ist es Petra, vorletzte Wortmeldung. Also ich habe es auch schon in den Chat geschrieben, das schließt sich dann eigentlich so an die Äußerungen jetzt an. Also erstens die Hilfen, die jetzt natürlich, also speziell über das Kurzarbeitergeld bei den Leuten ankommen, die sind notwendig und richtig. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass alles andere, was ausgeschüttet wird, in den meisten Fällen viel zu gering ist. Also ein Solo-Selbstständiger, der sich erstmal, entschuldigt den Ausdruck, aber nackig machen muss, erstmal alle seine eigenen Ersparnisse aufbrauchen muss, um dann 5.000 Euro zu kriegen. Das ist einfach lächerlich, ja. Und alles andere könnte er über einen Kredit bekommen, könnte, ja. Wenn die Bank sagen würde, ja, klar, nicht tun wird, ja. Also ich halte es nach wie vor für den denkbar schlechtesten Weg, solche Sachen über Banken zu handeln. Und ich muss sagen, diese ganzen Reaktionen, und zwar nicht nur finanzpolitisch, sondern auch in Hinblick auf Abschottung, in Hinblick auf Gesundheit, also alle Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, waren alle national. Also da war keine Koordinierung whatsoever, ja, in der EU. Und dann hingehen und sagen, hey, wir haben aber eine gemeinsame Währung, also für Geld müsst ihr dann schon irgendwie zur EZB. Entschuldigt, aber ist nicht damit, also für mich stellt sich wirklich die Frage, ist damit dieses Experiment Euro nicht eigentlich ganz grandios gescheitert?
Naja, zumindest die Europa als Solidargemeinschaft ist so ein bisschen angefressen. Und die von der Leyen hat es ja jetzt gegrämt, dass sie da überhaupt nichts zu bieten hat. Und deswegen dieses 100 Milliarden Programm der EU-Kommission für Kurzarbeitergeld, was die aber auch zurückzahlen müssen. Und das ist ja auch so ein Rückversicherungsmodell dahinter. Und auch was über ein ESM, wo ja eine gewisse Konditionalität und so weiter drin ist. Das ist schon alles teilweise sehr kleinkariert, absolut. Und ich stimme dir 100% zu, dass für viele diese Beträge, die jetzt anvisiert werden, wenn das über 3-4 Monate rausgeht oder ab 3 Monate im Grunde, gibt es da so Berechnungen oder Vermutungen, dass das ein Riesenproblem wird, ja. Und einige nutzen diese Lage ja auch, wenn man sich den Benko da mit dieser Schutzschirmgeschichte da in Eigenverwaltung anschaut. Und einige nehmen das Geld und zahlen die Schulden, machen Insolvenz, ja, und machen einen neuen Laden auf. Also da liegt vieles im Argen, und ob diese Gelder reichen, das ist denen, die es aufgelegt haben, glaube ich, auch klar. Was daraus folgt, mal gucken, ja. Okay. Letzte Wortmeldung von Raimund Dietz. Ja, ich möchte nochmal auf die, hallo, ich möchte nochmal auf die Frage von Simon zurückkommen. Der fragte, ja, es ist ja so viel Geld geschöpft worden, man sieht das ja an der Bilanz der EZB, wo ist es denn verblieben? Und die einfache Schlussfolgerung, und Josef hat dann nochmal erklärt, ja, wie dieser Geldschöpfungsmechanismus funktioniert und so weiter. Aber wenn eben die Geldschöpfung indirekt stattfindet über die Verschuldung an das Bankensystem, ja, dann bleibt das irgendwie erstaunlicherweise in diesem ganzen System, Geldsystem, Finanzsystem hängen und kommt nicht in der Realwirtschaft an, während das Helikoptergeld direkt in der Realwirtschaft ankommen muss, per Definitionem. Ganz klar, also das ist ein starker Punkt, auch in unserer Argumentation in der Öffentlichkeit. Ich wollte nur noch ein etwas zu bedenken geben in Bezug auf Italien. Ich meine, man kann sagen aus moralischen oder irgendwelchen, aus Gutmenschengründen, ja, man muss den Italienern helfen. Generell, man muss die Schulden vergemeinschaften. Manche sagen, nein, eher nicht, das geht nicht und so weiter. Aber in diesem Fall haben wir ein großes Problem, haben die Italiener wirklich ein großes Problem, weil sie eben ein Urlaubsland ist, wohin wir Deutsche auch gerne fahren. Jetzt haben die da einfach die Läden geschlossen wegen der Corona-Krise, während wir sie weiter mit Industriewaren beliefern können. Ja? Und deswegen, wie wir innerstaatlich die Leute schützen, die den Tourismus schützen in besonderer Weise, die Leute, deren Geschäfte wir die Regierung geschlossen haben, so müssten wir in diesem Corona-Fall eben auch den Italienern gewisse Hilfen gewähren. Das wäre mein Vorschlag. Okay. Ja, das hat ja Hans-Werner Sinn hat ja sogar gesagt, wenn keine Euro-Bonds, dann schenken wir denen 20 Milliarden. Und ich finde auch, die Südländer, an denen mein Herz ja nun mal auch hängt, die haben wirklich sehr konsequent den Shutdown gemacht, viel konsequenter als wir hierzulande. Das ist nicht Schlendrians, eher umgekehrt oder Nachlässigkeit in diesem Punkt, ja. Und ich möchte noch eine Abschlussbemerkung, und du hast vollkommen recht, Raimund, das ist eine gute Ergänzung, glaube ich, zu dieser Frage vorhin, ja, wo ist denn das geblieben, das Geld, dass es irgendwie im Finanzbereich doch irgendwie schwer hängen bleibt. Und wenn man sich anschaut, was mich sehr frustriert hat die letzten Tage jetzt, dass zum Beispiel die UN-Klimakonferenz auf 2021 verschoben wurde, ich finde, es müsste auch aus dieser, als Abschlussbemerkung jetzt, es müsste auch aus dieser Corona-Geschichte einen Impuls, einen europäischen Impuls geben, im Sinne von so einer, ja, so einer Green Economy, ja, dass von mir aus, wenn wir diese Geschenkaktionen ja nicht ewig weitermachen wollen, die Europäische Investitionsbank mit 5% werden ja teilweise vorgeschlagen, des europäischen BIP,
dass hier mit diesen Beträgen, für diese Beträge Anleihen aufgenommen werden und dass wir dann wirklich das umgestalten, dass wir zum Beispiel die Leiden ja auch in die Bahninfrastruktur investieren und als Ziel setzen, den innereuropäischen Flugverkehr in ein paar Jahren einzustellen. Und dass wir gar nicht jetzt, dass es uns darum geht, dass das jetzt nächstes Jahr wieder genauso viel Flugzeuge am Himmel sind wie vorher, sondern dass man wirklich diese Krise als Chance nimmt und auch, wie es so schön heißt, als einen Weckruf. Ein kleiner Virus kann uns alle zu Fall bringen, ja? Bescheidenheit, Entschleunigung, Konzentration auf das Wesentliche. Das waren meine Abschlussworte. Vielen Dank, Helge, für diesen schönen Abschluss, Krise als Chance. Ja, ich bedanke mich für die Teilnahme, bedanke mich für die vielen Wortmeldungen und nächste Woche, nächsten Donnerstag, 19 Uhr, geht es um die Frage, droht uns eine große Bankenkrise? Experte wird sein Professor Thomas Mayer, früher Chefvolkswirt von der Deutschen Bank, der müsste sich da auskennen. Ja, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen wieder begrüßen kann. Dann vielleicht bis nächsten Donnerstag. Auf jeden Fall schönes Wochenende und bleiben Sie alle gesund. Tschüss.